Ja, also, Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, das vorliegende Paket an hochschulgesetzlichen Änderungen bietet ein Flickwerk, wie wir es von der Kenia-Koalition nicht anders kennen. Da kommen unterschiedliche Tendenzen zur Geltung, da ist keine klare Linie erkennbar, da wird im Großen und Ganzen der Status quo fortgeschrieben. Einige Dinge sind durchaus begrüßenswert, andere nicht der Rede wert und wiederum anderes vergällt die Mixtur so sehr, dass wir nach sorgfältiger Abwägung des Für und Wider nicht zustimmen können. Ich fange mit dem Lobenswerten an, steigere mich dann im Sinne einer Klimax hin zum Kritikwürdigen und ende beim ganz und gar Unverdaulichen. Es ist gut, dass Sie die Anwesenheitspflicht lockern wollen. Denn wichtig ist nicht, wo die Studenten lernen, wichtig ist, dass sie lernen. Dem einen bringen die Vorlesungen Seminare was, der andere lernt besser im stillen Kämmerlein. Fast scheint es mir, hier hätte jemand ein wenig alte akademische Freiheit wiederentdeckt. Es ist auch gut, dass Sie die Langzeitgebühren abschaffen wollen, Langzeitstudiengebühren abschaffen wollen. Denn Bildung ist nichts, was man sich kaufen können sollte, noch nichts, wofür Eintrittsgeld bezahlt werden sollte, sondern etwas, das man nur durch harte Arbeit an sich selbst erlangen kann. Im Übrigen hatten diese Gebühren, wie schon gesagt, ohnehin keinen messbaren Steuerungseffekt, also weg damit. Leider aber bleiben die Gebühren für ein Zweitstudium erhalten. Auch diese Gebühren hätte man streichen können. Wenn jemand schon ein Studium abgeschlossen hat, ist es ein echtes Kunststück, sich noch Freiraum für ein zweites Studium zu schaffen. Wem das gelingt, der sollte nicht noch durch Studiengebühren belastet werden, der sollte in seinem Bildungsstreben zumindest dadurch gefördert werden, dass er nicht noch Studiengebühren berappen darf. Vielleicht können wir hier ja noch nachbessern. Schließlich ist es auch gut, dass die Anerkennungsverfahren für Studenten mit ausländischer Zugangsberechtigung erleichtert werden. Unser Abiturniveau ist mittlerweile dermaßen miserabel, dass es zunehmend peinlich wäre, wenn wir ausländischen Studenten noch von oben herab mit dem Generalverdacht begegnen würden, ihre Hochschulzugangsberechtigung sei weniger wert. Ich bin mir sicher, dass die Hochschulzugangsberechtigung in so manchem osteuropäischen Land, wo an der Schule ein anderer Wind weht, mittlerweile mehr wert ist als unser Abitur. Außerdem begrüßen wir die Erleichterung als einen Schritt der Entbürokratisierung, denn Entbürokratisierung an der Universität tut Not. Leider aber macht der Gesetzentwurf das, was er auf der einen Seite an Bürokratie einspart, wieder zunichte, indem er an anderer Stelle die Bürokratie aufbläht. Die vorgesehene Promovierendenvertretung beispielsweise ist überflüssig wie ein Kropf. Sie bringt nur Wichtigtouren eine Bühne und bringt nichts, bis auf den Umstand, dass wieder ein Stück mehr von der 68er-Idee der Gruppenuniversität verwirklicht wird. Doktoranden sollen sich nicht in Demokratie-Simulationsspielen ergehen und ihre Zeit mit nichtsnutzigem Vertretungsquatsch vertrödeln. Sie sollen promovieren. Kritisch zu sehen ist auch, dass das Berufungsrecht vollständig auf die Hochschulen übertragen werden soll. Da an den Universitäten mittlerweile der rasende Wahnsinn in seiner Dreifaltigkeit aus Genderwahn, Klimawahn und Migrationswahn regiert, wirkt das Ministerium noch als zügelndes Bollwerk. Die Beamten im Wissenschaftsministerium scheinen mir im Schnitt noch etwas vernünftiger als die Professorenschaft, zumindest in den Geisteswissenschaften. Aus eben diesem Grund kann nach einem politischen Umschwung, den wir herbeisehen, auf den wir hinarbeiten, die Heilung der Universität nicht aus der Universität selbst kommen, sondern nur von oben, von der Politik, aus dem Ministerium, weshalb die Mitsprachemöglichkeiten des Ministeriums bei der Besetzung von Professorenstellen unbedingt erhalten bleiben müssen. Vollends abzulehnen schließlich ist, dass der Gesetzentwurf die tatsächliche Gleichstellung von Männern und Frauen vorantreiben will. Das heißt nicht die Gleichberechtigung, die mittlerweile vollumfänglich hergestellt ist und die wir befürworten, sondern die gezielte Überprivilegierung von Frauen und die Diskriminierung von Männern, also die Ungleichberechtigung der Geschlechter, um eine strenge staatliche Geschlechterparität in der Besetzung der Stellen zu erreichen. In den wenigen Fächern, in denen Frauen überrepräsentiert sind, muss das Spiel dann umgekehrt gespielt werden, was die Sache aber auch nicht besser macht, denn das Geschlecht, egal welches, darf bei der Besetzung von Universitätsstellen keine Rolle spielen. Hier muss gelten Qualifikation statt Quote. Die Gleichstellungsbeauftragten sollen nach dem vorliegenden Gesetzentwurf sogar aktives Stimmrecht erhalten. Sie sind darauf eingegangen in den Berufungskommissionen. Gott schütze uns. Lieber ein Bildungsministerium, das ein Wörtchen mitzureden hat, als eine Gleichstellungsfurie mit Haaren auf der Zunge, deren einzige Qualifikation darin besteht, die richtige Gesinnung unter Beweis gestellt zu haben. Wir lehnen, wie gesagt, den Gesetzentwurf ab. Vielen Dank.